Okay, es geht los. Geralt und Jenna gehören nun zum Team. Na endlich. Himmel, Himmel, Himmel. Ach, solche Dialoge werden Spaß machen. Auf jeden Fall. Die zu vertonen, das wird lustig. Worum möchte ich gehen? Ich glaube, es gibt nur eine Richtung, aus der ich überhaupt kommen kann, nämlich aus der oberen. Na, ihr, mit euch spreche ich nicht. Fühlt ihr euch jetzt ignoriert? Ich hoffe. Denn ich ignoriere euch. Aktiv. Na, wer bist du denn? Vale blickt immer noch makellos, weil der Liftberg uns an seiner Reinheit teilhaben lässt. Wer es wagt, diese Reine zu beschmutzen, muss mit schrecklicher Vergeltung rechnen. Ja, ja, und alle werden sterben. Hui, die Toi. So. Wen haben wir denn hier? Musst du hier vorbei? Jupp. Du willst sicher zu Cranes Haus. Ja, denn das ist das Einzige, was hier in der Richtung ist, übrigens. Sie scheinen nur wenig über die Geheimnisse des Heiligtums von Sol zu wissen. Da sind sie schon wieder mit der Bösewichtsmusik. Die Ältesten von Vale gewähren niemandem den Zutritt. Nicht einmal Crayden. Crayden, ob er uns von Nutzen sein kann? Sein Wissen ist nicht zu unterschätzen. Wir können es nutzen. Aber er ist noch viel sturer, als wir erwartet haben. Und er ist gerissen. Gerissener als man, blablabla. Habe ich zu schnell gedrückt. Wenn er nicht freiwillig geht, können wir noch immer... Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich habe was gehört. Schnell, lasst uns hier hingehen. Jeder, was macht ihr da? Spielt ihr ein Spielchen? Was wir hier machen? Habt ihr unser Gespräch belauscht? Jupp. Oh, nun... Ich kann nicht zulassen, dass ihr weiter spioniert. Hey, ihr seid doch die, die hier herumgeschlichen sind. Herumschleichen? Wer bist du, dass du es wagst, mich zu beschuldigen? Also hat sich Crayden mit euch verabredet. Ja, wir wollten gerade zu ihm gehen. Immer heraus mit den Informationen, Jenna. Erzähl ihm am besten auch noch dein Geburtsdatum. Ist diese Verabredung wichtig genug, um uns zu vertreiben? Jupp. Wenn euer Auftrag wichtiger ist als unserer, dann... Geht. Ihr... Lasst uns gehen? Bist du sicher, Saturos? Nein. Immer dieses Kopfschütteln, was eigentlich Nein bedeutet. Minardi, wir haben keinen Grund, diese Kinder noch länger aufzuhalten. Ja, ja. Steppen wir einfach mal back, wie der Engländer sagen würde, Minardi, ne? Lass mich in Ruhe. Lass uns gehen, Franz. Ja, plötzlich ist alles wieder gut. Na, ihr Spackos? Wie geht's euch? So, okay. Der Felsen hier ist übrigens immer noch nicht weggeräumt. Haben sie in all der Zeit nicht geschafft. Sollt ihr vielleicht nochmal dazu sagen. Verwirren Sie! Das wird übrigens die dämlichste Stimme, die ich machen muss. Weil die wird anstrengend. Sie wissen bereits zu viel über das Heiligtum von Sol. Dinge, die nicht mal die Ältesten von Vale wissen. Und was haben sie über die Elemente gesagt? So anstrengend ist sie doch nicht. Es geht eigentlich noch. Die Elemente der Alchemie. Erde, Wasser, Feuer und Wind. Planen sie, sie zu mobilisieren. Das klingt jetzt übrigens richtig wie der Pate. Und die vier Elementarsterne sind der Schlüssel. Dies sind Dinge, die nicht mal ein erfahrener Gelehrter der Alchemie, wie ich es bin, wissen kann. Wenn du das sagst, Crayden, du bist ja scheinbar der Experte. Sind die eigentlich noch da? Ich meine mich nämlich irgendwie zu erinnern, dass sie plötzlich weg waren, aber noch nicht. Noch sind sie da. Oh, Flons. Und alle anderen, die mit ihm reisen. Die werden immer vergessen, das ist so lustig. Du siehst aus, als würde dir etwas auf dem Herzen liegen. Mir, ich habe eigentlich noch die Spaghetti da hinten auf dem Herz. Kann ich mal zurück, tschüss. Es geht um diese beiden, nicht wahr? Saturs und Minardi heißen sie doch, hießen sie doch. Sind sie doch immer da draußen, sie sind sehr hartnäckig. Wollten sie etwas von dir, Crayden? Das scheint der Fall zu sein. Was meinst du mit, das scheint? So wie ich es gesagt habe, hör doch mal zu.
Der Leftberg und das Heiligtum von Sohn. Sie sprachen davon, als hätten sie alles mit eigenen Augen gesehen. Ist das nicht merkwürdig? Nicht merkwürdiger als du, aber ja. Ja, man kann den Leftberg nicht einfach so betreten. Man muss da zuerst reingehen und aufstehen. Und die Bettdecke erstmal wegmachen. Ne? Also ich meine, man kommt da nicht so einfach vom Bett direkt da rein. Und so jemand wie ich erstmal gar nicht. Und wenn sie heimlich eingedrungen sind, dann könnten sie Diebe sein. Wir müssen den Ältestenrat und die Dorfbewohner informieren. Moment noch, wartet. Ich weiß noch nicht, wie akkurat ihre Aussagen waren. Wir können nichts unternehmen, bis wir einen Beweis für die Dinge haben, die sie mir erzählt haben. Was sollen wir dann tun? Nun, wir gehen und holen uns den Beweis. Du meinst, wir sollten selbst ins Heiligtum von Sol gehen? Ganz genau, Garrett. Ist das nicht unmöglich? Warum sollte es? Nur weil es verboten ist, den Alefberg zu erklimmen? Ehrlich gesagt aus genau dem Grund, aber ich sag mal nein. Stimmt. Wir wollen nur sehen, ob sie am Leftberg fahren. Das ist eine Lüge, wie ihr gleich aussehen werdet. Wenn sonst niemand sieht, dann geht das doch schon in Ordnung, oder? Natürlich. Stimmt, wir haben ja schließlich nichts Übles im Sinn. Das soll einfach unser Geheimnis bleiben, ja? Ja. Dann ist... Entschuldigung. Dann ist es beschlossene Sache. Du sollst unser Anführer sein, okay, Flons? Yep, da die Leute scheinbar eh ignorieren, dass andere Leute mit mir dabei sind, kann ich auch ruhig der Teamleader sein. Zwischen dem Alefberg und dem Heiligtum von Sol ist es nicht ungefährlich. Aber du wirst das schon schaffen, oder, Flons? Du bist viel umsichtiger als Garrett, Flons. Das geht schon klar. Ha, du musst nicht so unverblümt sein. Da holt er ein... graue Tasche irgendwas halt. Ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung gefällt. Also gut, lasst uns gehen. Crayden, away! Okay. Aber hier gab es, glaube ich, was in Craydens Laden. Ist ja nicht richtig ein Laden, ist ja mehr ein Forschungslabor, aber egal. Schon keinen besonderen Bücher. Na, komm schon. Nein, also... Oh. Ein Schießzug mit dem Titel Studium der Alchemie. Um Alchemie zu verstehen, muss man die elementaren Kräfte verstehen. Doch hier enden die Aufzeichnungen. Ist ja ein sehr guter Forscher auf jeden Fall. Flons untersucht das Regal auf der Suche nach den Lemurianern. Das wird auch nochmal sehr interessant. Im Spiel. Flons untersucht das Regal. Der Brunnen von Tolbi. Der Brunnen von Tolbi wird deinen Grück auf die Probe stellen. Gut. Immer dieses Grück, das man da haben muss. Das ist Grütze. So, aber jetzt sind sie plötzlich weg. Gut, das kann ich noch akzeptieren. Aber zuerst mal, bevor ich irgendwas anderes mache, wird jetzt erstmal gespeichert. Ansonsten habe ich nämlich keinen Bock, das Ganze hier nochmal, nochmal zu spielen quasi. Gut. Ich glaube, das Heiligtum von Sol sollte ich tatsächlich noch mitnehmen für die heutige Aufnahme. Dann habe ich auch schon mal genug geschafft. Das dauert nämlich auch noch ein kleines bisschen auf jeden Fall. Gut, um zum Heiligtum von Sol zu kommen, müssen wir hier oben hin. Das Problem ist dabei folgendes. Da ist jemand! Hoho! Und er ist böse. Ihr plant doch nicht etwa, euch auf den Alefberg zu schleichen. Nein? Okay, dann könnte passieren. Ich werde euch das nochmal durchgehen lassen. Aber ich behalte dich im Auge, Flons. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Das ist nämlich eins der vielen Heiligtümer in der Golden Sun-Welt. Und sollten wir einmal gestorben sein durch Kampf oder sonstiges, können wir uns hier wiederbeleben. Genau. Beleben, entgiften, Schutz, Aura, Fluch brechen. Ganz, ganz tolle Dinge kann man hier machen. So, und die Wache ist natürlich auch super auf jeden Fall. Nimmt am besten so den Pfad, dass man es irgendwann überhaupt nicht mehr sehen kann, was man da gerade bewacht. Ist natürlich eine klasse Idee. Eingang zu Sol haben wir auf jeden Fall erreicht mit einer der besten Musiken der gesamten Serie. Die Heiligtum-Musik. Oh, die ist so genial, die Musik in diesem Spiel. Einfach nur göttlich. Göttlich, göttlich, göttlich. Rein geht's. Mit einem epischen Türsound auf jeden Fall. Dies ist der Eingang ins Heiligtum von Sol. Ihr seid doch zum ersten Mal hier, oder? Jupp.
Dies ist ein wichtiges Relikt aus unserer Vergangenheit. Seht euch gut an. Ich werde gucken, Mr. Crayden. Okay. Hier ging es, glaube ich, darum... Genau, das hier ist ein einfaches Jumping-Puzzle natürlich. Nichts Besonderes dabei. Und hier ist ein langer, blauer Korridor. Gut. Also dieses Heiligtum ist nicht besonders schwer als Dungeon betrachtet. Es gibt halt ab und zu random Encounter, aber ansonsten ist hier wirklich nicht viel Schlimmes. Was muss 1, 2 und 3? 1, 2 oder 3? Ich verteile es einfach mal random. So, einfach mal. Es wäre auch schön, wenn ihr mal zurück angreifen könntet. Vielen Dank auch. Ah, ich hatte vergessen, ich kann ja Psychologie einsetzen, ne? Aber nur Heilung bisher. Na gut, okay. Ist auch schön, Heilung. Möchte ich nichts gegen sagen. So ist es ja nicht. Gut. So und so und du gehst nochmal hier hin. So. Müsste eigentlich jetzt erledigt werden, alles. Von selbst quasi. Gut, und da ist auch schon tatsächlich alles erledigt. Wir bekommen 6 Punkte und 6 Münzen. Loot, Loot und nochmals Loot. Was wir können, ist, wir können Rückzug, das teleportiert uns quasi, genau, wie es da auch steht, zum Eingang eines Gebietes. Das muss nicht unbedingt ein Gebäude sein, aber hauptsächlich sind es halt Gebäude, Dungeons oder irgendwas in der Art Wälder, aus denen wir uns dann raus teleportieren können. Verschieber verschiebt ein Objekt, wie es eigentlich schon sagt. Wir können auch Sachen auf L oder R legen, das werde ich jetzt hier gleich mal machen. Nämlich, nein, nicht Rückzug, nämlich Verschieber, weil den brauchen wir noch ein bisschen häufiger. Garrett kann auch nur Verschieber und Jenna hat gar keine Synergie. Unsere Klassen sind Junker, Wächter und Geweihte des Feuers, aber ist nicht besonders interessant. Zumindest im Augenblick noch. Die Statistiken werde ich noch nicht besonders beachten hier. Gut, gehen wir mal weiter. Wahrscheinlich gleich noch ein Random Encounter. So lang wie der Koito hier ist. Oder halt auch nicht. So, und jetzt werden wir glaube ich, gleich eingeführt in die Grundmechanik dieses Dungeons. Dieses Mini-Dungeons ist halt wirklich ein sehr, sehr kurzer. Genau, hier ist nämlich folgendes. Hier haben wir ein Relief eines Minotaurus. Sein rechtes Auge funkelt, aber dort, wo sein linkes sein sollte, ist ein Loch. Also hier müssen wir irgendwas machen, natürlich. Und Beißmaus 1 und 2 werden uns dabei versuchen, uns davon abzuhalten. Das könnt ihr gleich vergessen. So und so und so. Es ist übrigens auch so, falls man einen Gegner auswählt und der schon vorher von einem seiner Mitstreiter besiegt wird, dann verteidigt man sich automatisch. Man greift nicht automatisch den nächsten Gegner an. Das ist was, was man wirklich sich merken sollte. Weil das zum Beispiel im DS-Ableger... die dunkle Dämmerung verändert wurde. Was ich ein bisschen schade fand, weil es ein bisschen die Herausforderung wegnimmt. Oh, die Musik ist so schön. Achso, übrigens, was ich noch erwähnen sollte, vielleicht PP, regenerieren wir langsam aber sicher, während wir laufen. Automatisch. KP hingegen nicht. Die müssen wir persönlich auffüllen. Durch irgendwelche Items, durch Synergie, etc., etc. Den mittleren Pfad nehme ich jetzt mal nicht. Ich glaube, ich brauche jetzt den linken erstmal. Wenn mich meine Erinnerung nicht vollständig täuscht gerade. Ich glaube, es war so. Meine Erinnerung täuscht mich komplett. Fuck. Oh, nochmal alles zurück. Schön. Ah, den Link... Wir haben es jetzt exakt quasi in der falschen Reihenfolge genommen. Naja, nicht exakt, aber fast. Ah, hier müssen wir nämlich hin. Hier ist eine Schatztruhe. Für uns öffnen die Truhe. Und wir bekommen ein kleines Juwel. Wer aufgepasst hat... Hat sicherlich noch im Kopf, dass dem Minotaurus von vorhin dem ein Auge gefehlt hat. Und ratet mal, was wir jetzt mit diesem kleinen Edelstein da machen können, den wir gerade bekommen haben. Ratet nochmal, denn ihr lag bestimmt falsch. Mein Gott, die nehmen echt eine Menge Hits. Jetzt mache ich mal den linken, auf jeden Fall. So, jetzt werde ich die beiden hier erstmal finishen. Hoffe ich zumindest. Und die dritte schon mal anfangen zu schwächen. Ah, natürlich greift er nochmal an. Na, was soll's. So, und jetzt wird die auch vernichtet. Für immer und ewig und noch ein paar Jahre länger. Oh, shit, jetzt habe ich das natürlich gerade übersprungen. Auf jeden Fall haben wir irgendwie Level Up bekommen für Flons, glaube ich. Und ganz viele Stats sind gerade angestiegen. Genau, Level 2 haben wir jetzt. Haben wir was ganz Tolles Neues erlernt, vielleicht? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich werde es mir jetzt auch gar nicht erst angucken. Pah, so bin ich. Jetzt geht es einfach mal zurück zum Herrn, Frau, etwas Minotaurus, um dort
dieses Mini-Rätsel einmal zu lösen. Was man beachten sollte, dieses Menü wurde gerade nicht von mir manuell geöffnet, das wurde automatisch geöffnet. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, denn das heißt meistens, dass man irgendein Item benutzen muss, was man vorher sonst nicht benutzen kann. So, Franz fügt den kleinen Edelstein in die leere Augenhöhle. Es tut sich ganz viel Soundmäßiges und du hörst, wie etwas Steiniges verschoben wird. Was könnte es nur sein? Ja, der letzte Pfad war ja auch noch da, falls ihr euch erinnert. Und die Fledermaus erscheint, die geht mir mal am allerwertesten jetzt mal vorbei. Die kann einfach mal sterben. So ist es nämlich. So bin ich. Herzlos wie sonst was. So, vollständig geheilt. Kann man nie zu viel haben. So eine Heilung. Besser einmal zu viel heilen als zu wenig, sofern man noch die PP dafür hat, würde ich mal sagen. Di-du-da-da-dam-ram. So. Nächste Cutscene-Gesprächssituation.